So, das ist jetzt der vierte Teil von den Agrarplänen, die ich ausgearbeitet habe. Vier Teile ist so die Grundschritte, aber man muss wirklich Minimum 10, 20 Teile abwarten, bis man das versteht, warum ich die Hintergrundmacht hast. Ich habe hier beendet, dass man nur ganz kurz zurück, eine Wiederholung im dritten Teil, dass man jedes Land aufteilen muss auf Bundesländer oder Mähe. Deutschland ist schon aufgeteilt auf 16 Bundesländer, Ungarn ist auch auf 19 Mähe Bundesländer aufgeteilt. Aber es gibt Länder, die keine Mähe oder Bundesländer oder Komitees haben. Die muss man Minimum jedes Land auf 10 Bundesländer aufteilen. Das ist das Gesetz, was in jedem Land ich einführen würde und Gott auch. Oben gibt es die Hauptstadt und diese Hauptstadt hat in Deutschland jetzt 16 Bundesländer, in Ungarn 19 Bundesländer und zu jedem Bundesland muss man eine große Stadt suchen, die auch gut erreichbar ist mit Zug, Bus und Autobahn und so weiter, wo eine Autobahn ist. Zum Beispiel in Bayern ist München. Also hat Deutschland 16 Nebenhauptstädte. Und diese 16 Nebenhauptstädte arbeiten mit dem Reichstag zusammen. Alle 16 Nebenhauptstädte von den Bundesländern arbeiten mit dem Reichstag zusammen. In Bayern München, Baden-Württemberg, Stuttgart und so weiter. Und an jedem Bundesland neben dieser Nebenhauptstädte soll ein großes Büro sein, ob das jetzt im Rathaus oder egal wo, Bürgerbüro ist, wo das gleiche System aufgeführt wird wie im Reichstag, die 55 Fachleute, die dann die Beschwerden bearbeiten, die die Bürger in diesem Bundesland dahin senden können. Aber zuallererst, es gibt viele kleinere Städte. Zuallererst senden die das in kleinere Städte, wo sie wohnen. Die kleineren Städte bearbeiten das, was an Finanzsystem hängt, wo man Geld braucht, um zu helfen. Das leiten die Kleinstädte weiter an den Hauptzentralbank. Jedes Bundesland, jede Stadt hat eine zentrale Bank mit Gelddruckerei, die gleich angebaut ist da hinten, mit echte Gelddruckerei, die unter Deutschland beobachtet wird. Das heißt, 16 Zentralbanken, CB hat Deutschland. 16 Zentralbanken hat Deutschland. Und diese 16 Zentralbanken drucken das Geld für diese Bürger, die in diesem Bundesland registriert sind mit Wohnsitz und da auch arbeiten. Und ich habe ja gesagt, die Bullen brauche ich, also die Bullen, das ist ein schlimmes Wort, aber die Polizei und Armee brauche ich. Aber ich brauche sie nicht dafür, dass sie die Bürger zusammenschlagen, wenn sie hungern oder nicht arbeiten können oder in Falite gehen. Ich brauche keine Polizei, die im eigenen Land das eigene Volk zusammenschlägt, sondern ich würde die Armeebusse und die Armeefahrzeuge mit Polizeibusse dazu einsetzen. Jeden Monat wird hier Geld gedrückt in Billionhöhe für jeden Bürger. Und das muss jeden Monat zu den kleinen Banken in den Ortschaften geliefert werden. Und die Armeefahrzeuge und Polizeifahrzeuge eignen sich perfekt dazu, dass man hier das Gedruckte jeden Tag einen Monat lang mal auf einmal kann man gar nicht so viel Geld liefern, aber bis zum ersten immer alles Geld in jeden kleinen Bank ausliefert. Und da können sie Waffen tragen und Knüppel tragen, aber nicht dazu, dass sie ihren eigenen Land, ihren eigenen Bürger Leid antun und sie zusammenschlagen, sondern wenn ein Raubtäter, ein Feind kommt,
der die Bürger berauben will, dass sie diese Leute zusammenschlagen, der den Bus mit Geldern berauben will, dass die Bürger keine Gelder bekommen. Den können sie zusammenschlagen. Man muss schon nach dem Gesetz handeln, das eigene Volk in eigenen Lagen schützen und nicht enteignen und zusammenknüppeln. Das soll sich immer jeder in sich sacken lassen, was ich sage. So, also das habe ich jetzt kurz nochmal erklärt und jetzt blättern wir weiter. Ich habe gesagt, wie man das aufbaut, und jeden Monat wird hier Geld gedruckt in jedem Bundesland, wie viele Bürger da registriert sind. Und es gibt 4 Sektoren, auch bei Gelddruckerei. Nicht jeder Bürger bekommt das gleiche Geld, und darauf werde ich hingehen. Heute ist es ja auch ein anderes, weil ein Invalidenrente bekommt nicht so viel Geld wie ein arbeitender Bürger. Also heute gibt es auch, glaube ich, im Finanzamt mehrere Steuerklassenfaktoren und mehrere Klassen, Arbeiterklasse. Ich habe es genau korrekt ausgearbeitet, dass es auch nicht zu viel wird und auch nicht ungerecht wird. Ich habe 4 Klassen ausgearbeitet, 4 Klassen Arbeiter. Ich werde das auch fotografieren. Oben das Orange in der Mitte ist der Reichstag mit Krone. So. Und da die diese Position einnehmen in Amt, die 55 Leute und Minister, also die den Staat so dienen mit Wissen, mit Weisheit, die man heutzutage Beamte nennt, die verdienen für das, dass sie aber wirklich arbeiten, die müssen jeden Tag die Briefe beantworten, lesen und wirklich bearbeiten und zusammen kalkulieren, wo man Hilfe leisten kann, was man verbessern kann im Staat. Also die müssen auch jeden Tag arbeiten. 4 Stunden muss jeder Tag in Reichstag erscheinen, 4 Stunden. Und zu Hause, die Beamten müssen noch Minimum 4 Stunden die E-Mails bearbeiten. Also 8 Stunden müssen sie nach Pflicht, nicht mehr. Also 4 Stunden legal in Reichstag. Und zu Hause 4 Stunden die E-Mails beantworten und zusammensammeln. Für diese 8 Stunden, Sie haben ja auch eine Verantwortung, es gibt dazu Bonus, das werde ich gleich erklären, bekommen Sie 7.000 Euro, die Beamten, 7.000 Euro pro Monat. 7.000 Euro pro Monat, Sie dürfen umsonst fahren. Und umsonst jedes Hotel in jedem Land benutzen, die Beamten, die im Staat arbeiten. Das ist der Bonus dazu, dass sie den Staat dienen. Aber nicht mehr. Sie dürfen nicht 100.000 mit Korruption da wegrauben und dann gar nichts machen für die Leute. 4 Stunden im Staat arbeiten und zu Hause max 4 Stunden die E-Mails durchlesen. Jeder Beamte auch in den Neben Hauptstädten und im Bürgerbüro, der Beamte ist und so eine Position einnimmt, kriegt genau 7.000 Euro, was jeden Monat gedruckt wird. Da muss man ausrechnen, wie viele Beamte der Staat einstellt, wie viele Beamte haben ein Bundesland, die jeden Monat diese 7.000 bekommen müssen. Da muss man das ausrechnen in Bayern. Gibt es 1.000 Beamte, da muss man 1.000 mal 7.000 jeden Monat drucken, und das wird mit Bussen geliefert an Banken, wo die wohnen, und das können sie abheben mit echten Bargelder, mit echten Bargelder. So, die Beamten haben 7.000 Euro, und auch die Leute in Amt, die jetzt nicht gerade im Parlament arbeiten, aber die ein Diplom oder ein Professortitel haben, also entweder ein Diplom oder Professortitel und an irgendwelche Universität oder Ärzte oder also die ein Diplom haben, dürfen auch 7.000 Euro für 4 Stunden Arbeit bekommen. Nee, 4.000 Euro, Entschuldigung, 7.000 Euro für 4 Stunden Arbeit. Also alle Beamte plus die ein Diplom und Professor haben, die den Staat jeden Monat 4 Stunden abarbeiten, bekommen jeden Monat 7.000 Euro auf der Hand. In jedem Land muss die Gelddruckerei in diesem Land 7.000 Euro den Beamten drucken, und das wird ausgeliefert. Das ist
diese Klasse. Der erste Ring, das habe ich Steuerklasse 4 genannt. Steuerklasse 4. Und jetzt geht es so runter zu. Steuerklasse 4, das sind die Beamte und Diplomanten und Professoren, die 7.000 Euro jeden Monat bekommen von der Gelddruckerei, wo sie arbeiten, in dem Bundesland, muss da gedruckt werden. Dann die dritte Steuerklasse, jetzt geht es so runter zu, die dritte Steuerklasse sind die normalen arbeitenden Leute, die normale Berufe gelernt haben. Hauptsache, die haben Beruf und wollen arbeiten, egal was sie sind. Hier wird jetzt nicht diskriminiert, ob sie Bäcker oder Fleischer sind oder Taxifahrer, die haben Beruf, egal was für ein Beruf. Und die wollen auch arbeiten, den Staat. Da melden sie sich genauso am Bürgeramt oder am Arbeitsamt oder im Jobcenter. Die wollen arbeiten, haben den Beruf, in diesem Beruf wollen sie arbeiten. Die müssen auch bloß nur vier Stunden müssen sie arbeiten. Und vor 4 Stunden bekommt diese Arbeiterklasse ohne Diplom 3.000 Euro ohne Diplom, aber müssen nur 4 Stunden arbeiten. Und die Beamten, die 4 Stunden in Staat oben arbeiten oder in Ärztekliniken mit Diplome, die bekommen 7.000, die müssen trotzdem von der 7.000 10% jeden Monat die Staatskasse zurückzahlen. Das ist 70 Euro. Von 7.000 Euro müssen sie bloß 70 Euro zurückzahlen. Nicht mehr. 70 Euro geht jeden Monat zurück in der Staatskasse, was registriert muss an diesen Safe, was ich erklärt habe, was zurückkommt. Und die 3.000 Euro verdienen müssen auch 10% der Staatskasse zurückzahlen für 4 Stunden. Das ist dann 30 Euro. 3.000 Euro, 10% ist 30 Euro. Und das beinhaltet auch die Rente und Versicherung, AOK und allgemeine Versicherung. Allgemeine Versicherung zur Anwalt, für Krankenhäuser oder wenn was passiert, ein Unfall oder brauchst einen Rechtsanwalt oder Betrug, irgendwas. Allgemeine Versicherung beinhaltet das. Dann kommt die zweite Steuerklasse. Das sind diese Leute, die krank sind, verkrüppelt, Invalide bekommen oder auf egal was, welchen Grund nicht arbeiten können, ob das jetzt psychische Probleme oder vielleicht nicht arbeiten wollen, weil sie jetzt momentan, es gibt Leute, die Burnout haben, egal was, sie können nicht arbeiten und wollen nicht arbeiten. Das ist die zweite Steuerklasse. Die zweite Steuerklasse bekommt erstmal jeden Monat ohne Arbeit jeden Monat 1.000 Euro zur Hand. Nicht 400 Euro Sozialgeld. Nein, 1.000 Euro zur Hand. Und sie müssen 10% genau den Staat zurückzahlen. Das ist 10 Euro. Von 1.000 Euro, nur 10 Euro müssen sie den Staat zurückzahlen. Nur 10 Euro. Aber sie bekommt zur Hand 1.000 Euro. Das ist die zweite Sozialklasse, die aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten kann oder will. Dann kommt die erste Steuerklasse. Die erste Steuerklasse habe ich extra quadratisch, die ist sehr bunt. Die ist sehr bunt, vielfältig. Das heißt, aber die ist die größte Steuerklasse. Die wollen nicht nur 4 Stunden arbeiten, sie wollen sich selbstständig machen und mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, weil sie reich werden wollen. Also das heißt, jemand will ein eigenes Restaurant arbeiten als Chef und nicht als Angestellte irgendwo 4 Stunden kellnern, sondern was Eigenes eröffnen, dass er mehr Geld verdienen kann wie 3.000 Euro als Angestellte. Der macht einen Shop auf, Schuhgeschäft, egal was macht er auf, einen Dönerladen, meldet sich selbst als 4 Stunden Arbeiter an, aber selbstständiger Arbeiter, als Chef meldet er sich an, selbstständiger Chef, macht irgendeine Firma auf. Und ein Chef, der sich selbstständig meldet, kriegt auch 3.000 Euro, weil er arbeitet den Staat. Und muss aber, was in seine Firma reinkommt und was er verkauft, diese Einnahmen, muss er absteuern. Also wenn er jeden Monat von seiner Waren, sagen wir mal, jeden Monat verdient er 1.000 Euro noch plus, neben den 3.000 Euro
musst du hier auch noch 10% zurückzahlen, also auch noch 10 Euro von der Einnahme. Von 3.000 Euro muss er nur 30 Euro zurückzahlen, weil er auch arbeitet, egal, er ist Chef, aber er muss ja auch arbeiten, auch wenn er nur kontrolliert. Aber von die Einnahme in seine Firma, ob es ein Obstladen ist, egal was, die Einnahme muss er abrechnen, aber nicht 20%, nur 10% muss er den Staat zurückzahlen. Und das Allerwichtigste, die Arbeiter, wenn jetzt ein Bauer oder ein Obsthändler braucht Arbeiter, weil er alleine das nicht schafft. Er braucht Arbeiter. Der muss er die Arbeiter nicht selbst anmelden und nicht selbst versteuern. Er muss den Arbeiter keinen Lohn zahlen. Das zahlt der Staat. Also wenn jetzt ein Firmenbesitzer sagt, er schreibt ein Bürgerbüro, Finanzsektor und Wirtschaftssektor einen Brief, er hat eine Firma, er braucht zu dieser Firma 10 Arbeiter, das muss genehmigt werden. Und da werden die Arbeiter vom Staat eingesetzt und der Staat zahlt die Arbeiter, wie viel er braucht, in 4 Stunden Lohne von dieser Steuerklasse Nummer 3. Sie werden vom Staat bezahlt, er braucht gar nichts zahlen für die Arbeiter. Wenn er 100 Arbeiter braucht, dann wird es aufgemessen, da wird der Staat da 100 Arbeiter hinsenden und der Staat zahlt dann die Arbeiter. Ein Bauer braucht nichts zahlen für die Arbeiter. Wenn er zur Ernte 100.000 Arbeiter braucht, da tut der Staat das aufmessen, ob der wirklich 100.000 Arbeiter braucht auf dem Feld, die ernten. Und da wird dann das Bürgerbüro oder das Arbeitsamt 100.000 Arbeiter dahin senden, die arbeiten wollen für 4 Stunden. Aber nur 4 Stunden dürfen sie arbeiten, für 3.000 Euro nicht mehr. Weil sonst gehen sie kaputt, das hat Karl Marx bewiesen. Und das ist sehr wichtig, weil so gehen die Firmen nicht kaputt. Weil wenn die Firmen müssen die Arbeiter zahlen, dann müssen sie noch die ganzen Steuergelder, die Hälfte nochmal zurück und da bleibt gar nichts und noch die Energie dazu, die gehen kaputt. Sie können das nicht. Das ist so ausgearbeitet. Jeder kann arbeiten, jeder kann sich selbstständig machen und die Arbeiter zahlt sogar der Staat. Und das ist sehr wichtig, was Sie nicht verstehen. Das ist das nächste Kapitel, Energie und Öl und Heizung, wie das kalkuliert wird. Aber wenn Sie das verstehen und alles aufgeschrieben haben, wie ich es jetzt gesagt habe, da wird kein Mensch Invalide melden müssen, also wie sagt man, nicht Invalide, sondern Insolvenz melden müssen, weil jeder behält sein Geschäft, weil die Arbeiter werden vom Staat, vom Arbeitsamt vermittelt, vom Arbeitsamt werden sie vermittelt. Da muss ein Computersystem sein für Landarbeiter, für Büroarbeiter und die Kategorien. Und da geht man zum Arbeitsamt und man kann sagen, ich will nächsten Monat arbeiten für 3.000 Euro, für 4 Stunden pro Monat in diese, sagen wir mal, Restaurant als Kellner. Und da muss das drinne sein, wer sucht Kellner? Welche Firma braucht Kellner? Da muss das gemeldet sein im Computersystem und da muss das rauskommen. Und da können Sie die Arbeiter von Arbeitsamt automatisch zu den Firmen hinsenden, die Arbeiter brauchen. Aber die Firmen müssen die Arbeiter nicht zahlen. Egal was für eine Firma, ob Bauer oder Schuhhändler oder auf dem Markt, Backhilfe, egal was. Das Arbeitsamt zahlt die Firmen und die Arbeiter. Und so funktioniert die Wirtschaft. Aber nicht, was sie jetzt machen. Und man muss genau dieses Geld drucken, so wie die Arbeiter angemeldet sind. Also es muss alles registriert werden, Computer, wie viele Sozialempfänger, die nicht arbeiten, die 1.000 Euro bekommen. Also wenn jetzt in einem Bundesland 100 Sozialempfänger sind, dann muss man 100.000 Euro für die Sozialempfänger jeden Monat drucken. Und wenn in einem Bundesland 10 Arbeiter nur arbeiten, da muss man 10 mal 3.000 Euro, 30.000 Geld drucken in den Bundesland, die arbeiten. Also das muss man kalkulieren, der ist diese Klasse, der ist diese Klasse, der ist diese Klasse, so viel wird gedruckt, so viel Beamte arbeiten im Bundesland, da muss man nach dem Gesetz für die Beamte 7.000 Euro jeden Monat drucken, die da arbeiten. Und das ausrechnen. Jede Zentralbank hat ein Safe, jede Zentralbank hat ein Safe im Bundesland. Jede Zentralbank muss auch ein Buch haben und einen Computer nebenbei, die von Finanzminister und Sektoren 2 Zeugen immer untersucht werden müssen und unterschrieben werden müssen jeden Monat.
wie, ob das auch stimmt per Computer, wie viele Leute da arbeiten in diesen vier Sektoren, wie viel Geld da gedruckt wird und wie viel, weil jeder muss 10% zurückzahlen von dieser Steuerklasse, wie viel Geld in der Staatskasse zurückgeht und wie viel da momentan, eine Riesentafel, wie viel momentan in diese zentrale Staatskasse ist, in München, in Stuttgart, in Hamburg und so weiter. Das muss angegeben sein und kontrolliert werden und unterschrieben werden. Und nichts darf mit Korruption da weggeraubt werden und manipuliert werden. Diese Bilanz muss gemacht werden, weil sonst wird der Staat wieder pleite gehen. Und wer das beraubt, ohne Genehmigung, ohne zu besprechen, der muss gehängt werden, Entschuldigung. Der muss entweder gehängt werden oder im Gefängnis sein. Aber nicht frei rumlügen. Weil das, wenn man den Staat beraubt, beraubt man nicht einen Mensch. Da beraubt man das ganze Bundesland, tausende Arbeiter und da macht man tausende Familien auf einmal kaputt. Das muss man bedenken im Gericht. Da beraubt man das ganze Land, da tut man Millionen in Schutt und Asche legen, wenn man diese Staatskassen beraubt. Und das ist jetzt das vierte Teil. Heute mache ich nicht mehr Videos, weil ich muss ja auch, ich habe heute noch nie mal gegessen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich mache das nicht aus Langeweile, sondern um zu helfen mit meinem Wissen. Und bis die 50 Teile ich fertig habe, da wird es vielleicht ein paar Wochen dauern. Es hat nicht an mir gelegen, dass sie mich nicht eher angehört haben. Dankeschön.